Schönen guten Morgen. Heute verspricht ein sehr spannender Tag zu werden. Ich bin etwas aufgeregt auch. Ich bin wieder auf dem Weg zur Teststrecke in Aldenhofen. Ja, danke Navi. Wo letztes Jahr auch schon ein richtig cooles Event mit ThyssenKrupp stattgefunden hat, wo sie eben ihre neuesten Technologien gezeigt haben. Dazu gab es auch ein Video logischerweise. Und heute darf ich mit dabei sein bei einem großen Dreh, den die da veranstalten, wo es eben auch darum geht, nochmal zu zeigen, was sie eben gerade technologisch drauf haben. Und ich würde sagen, ich nehme mich einfach mal mit. Wir schauen uns das an. Na, da sind wir doch. Willkommen. Welcome. Hello. Und da ist meine Ladesäule. Da, ui, was ist hier noch? Aha. Erstmal schnell Auto anstecken. Das ist immer gut. Was haben die denn da hinten aufgefahren? Ist das ein Kamerawagen? Nicht schlecht, die Konstruktion. Es geht direkt scharf los. Meine erste Challenge wird sein, durch diesen Parcours hier durchzukommen. Und das Team meint, es ist sehr schwer, weil der Parcours wirklich sehr eng gestaffelt hier aufgebaut ist. Ich schätze mich als überdurchschnittlich guten Fahrer ein. Fun Fact, 90% der Autofahrer schätzen sich auch als überdurchschnittliche Fahrer ein. Also wer weiß, was das wirklich zu bedeuten hat. Aber ich werde mein Bestes geben. Also, Alex gegen den Pilonenkurs. Auf geht's. Hast du Angst? Ein bisschen. Ich habe schon ein bisschen geübt vorhin. Ihr habt den wirklich sehr eng gesteckt. Aber mittlerweile fühle ich mich halbwegs sicher hier. Die nächste Kurve ist die schwierige. Okay. Und hier wird es auch nochmal eng. Das ist meine beste Runde, glaube ich. Nice. Hey! Meine beste Runde für euch. Als wir gerade für euch das ThyssenKrupp-Video gedreht haben, da habe ich so ein bisschen die Dinger mehr erwischt, ne? Ja, ein paar. Aber jetzt, der Lerneffekt setzt ein. Und jetzt fährt eben das Auto, das Ganze autonom. Das ist der richtige Gag. Zeit fürs Auto, den Kurs zu fahren. Ich bin es jetzt schon mal gefahren. Es ist beeindruckend. Alles, was ich tun muss, ist auf Drive gehen. Okay, jetzt in Drive. Und er hat eine Fernbedienung in der Hand. Und er aktiviert jetzt. Und dann geht's los. So, hier, wir sind jetzt schon ein paar Runden gefahren. Die haben alles mitgefilmt. Und jetzt einmal hier die erste Kurve. Der fährt immer sehr weit links raus. Und ich denke, jedes Mal, der erwischt die hier. Aber er schleicht sich da einfach perfekt rum. Das ist einfach ganz, ganz große Feinarbeit, die das Auto hier leistet. Jetzt die S-Kurve, fährt er aggressiv weit raus, kommt aber wieder zurück und dann schlängelt er sich hier einfach elegant rum. Und so schnell kann man das Lenkrad ja gar nicht drehen, denn mit der Geschwindigkeit kann ich als Mensch ja fast gar nicht durchfahren, weil ich die Drehleistung mit dem Arm ja gar nicht wirklich hinbekomme. Also es ist, großes Kino. Großes Kino. Thank you. Wir sind jetzt im ziemlich sportlichen Sportwagen. Claudio, hi, servus. Hi. Du bist Fahrer, aber nicht wirklich, denn wir teilen uns die Fahrarbeit. Ich habe die App, mit der ich die Reifen verstellen kann. Und du mit deinen Füßen machst die Gas- und Bremsarbeit. Genau. Und unsere Challenge ist, in diese Parklücke da zu kommen. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Also, pass auf. Ich habe hier die App. Du gibst jetzt mal Gas nach hinten, ne? Jawohl. Okay, also wir bewegen uns nach hinten. Okay, und jetzt langsam schlage ich jetzt mal ein. Einschlagen, ja. Oh, ich glaube, wir kommen gut hin. Oder? Wir müssen vielleicht nochmal nach vorne setzen. Nochmal nach vorne setzen lieber. Nicht, dass das zu eng wird. Okay, nach vorne. Eins hier nach links. Das Lenkrad bewegt sich eben überhaupt nicht. Das ist alles hier mein Finger. Okay, ich wäre bereit für rückwärts. Ja. Da haben wir es doch. Ein Traum. Hey, Teamwork, ne? Witzig, ne? Witzig. Das ist eben, der Lenkbefehl wird ja normalerweise über... Jetzt kommt die Drohne.
über die Lenkwelle mechanisch zum Lenkgetriebe unten übertragen. Und hier ist eben alles digital gelöst. Bedeutet, da ist einfach ein elektronischer Befehl, der dann eben hier reinkommt und ich kann machen, was ich will. Beziehungsweise hier kommt der elektronische Befehl und dann wird eben auf die Reifen unten gebracht und man kann mit einer App lenken oder man könnte auch einstellen, dass wenn ich hier nach links gehe, das Auto in Wahrheit nach rechts fährt. Weil wenn dann alles elektronisch ist, genau, ist alles möglich. Das ist richtig. Ein Vorteil ist unter anderem, dass du eben hier diese ganze Lenkwelle und so nicht brauchst und hast du mehr Platz und kannst sie woanders nutzen. Man kann coole Sachen machen damit. Einstellungen. Was kannst du noch für Späße machen? Man kann Fahrassistenzsysteme zum Beispiel machen, erweitert das ESP und so weiter, um die Fahrzeuge sicherer zu machen. Okay. Also nicht nur Spaß, wie wir gerade. Nicht nur Spaß, aber... Macht auch Sinn, was ihr tut. Genau. Aber natürlich, Spaß sollte zu kurz kommen. Absolut. Also ich bin hier mit dem Leo und Leo ist ein absoluter Experte und Checker, was Torque Vectoring angeht. Ihr habt das letztes Jahr auch schon mal gezeigt? Ja. Erstmal ganz kurz, in was für einem Auto sitzen wir hier? Was ist das hier? Genau, also von draußen sieht es wie eine normale BMW X5 aus, aber drinnen ist das ganz anders. Also wir haben das komplette Antriebssystem und den Motor ausgebaut. Wir haben einen Elektromotor installiert, zwei Elektromotoren auf der Vorderachse, ja, und eine große Batterie. Tada, tada. Also hier sieht man den riesen Akku, der jetzt diesen BMW betreibt. Und in diesem Auto werden eben zwei Lenksysteme gemacht. Einmal Steer-by-Wire, das hatten wir gerade eben schon, und Torque Vectoring. Bei Steer-by-Wire ist es so, dass man eben ein Plan B-Lenksystem auf jeden Fall braucht. Und das könnte zum Beispiel Torque Vectoring sein. Ich versuche es zu erklären. Grätsch mir ins Wort, wenn ich es nicht gut mache. Torque Vectoring funktioniert dann so, dass jeder Reifen einen eigenen kleinen Motor hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach links lenken will, steuert man den Motor auf dem rechten vorderen Reifen mehr an, dass der eben mehr Drehmoment erzeugt wird und dadurch mit der Fahrwerkkinematik wird der ganze Zahnsteigenmechanismus genauso gedreht wie bei einer normalen Lenkung. Ja. Und das Wichtige ist, dass mit der Lenkung bringt man diese Asymmetrie in das Antriebsmoment rein und dadurch wird das ganze Fahrzeug gelenkt. Also eine ganz, ganz clevere Sache und auch das probieren wir jetzt hier mal aus. Wir fahren los im Steer-by-Wire-Modus, aber du schaltest jetzt auf Torque Vectoring. Okay, hau mal rein. Jetzt aktiv? Ja. Okay. Ich merke tatsächlich, dass es etwas anders ist. Und zwar, vielleicht bekommst du es auch mit, ich lenke und das Auto hat so eine halbe Sekunde Verzögerung, bis es wirklich den Lenkbefehl umsetzt. Ansonsten lenkt es natürlich doch. Woher kommt die Verzögerung? Ja, die Verzögerung kommt daraus, dass diese zwei Motoren, die angesteuert werden, das ist für den Antrieb angelegt, also die sind viel stärker und höhere Leistung und natürlich die Elektronik ist für den Energiesparmodus mehr ausgelegt ist, mehr programmiert ist und deswegen gibt es eine Verzögerung. Und wir haben jetzt einfach so eingesetzt, um dir das Konzept zu zeigen. Ich lenke. Ja, und so ein bisschen. Okay, es geht darum, das Konzept zu zeigen und wenn es dann irgendwann mal in ein paar Jahren im Auto ist, dann läuft das richtig. Mal schauen, wir holen jetzt kommen hier die Kamerawagen-Menschen und bremsen uns aus. Ja, toll. Mist, die Hupe geht nicht. Ah, leider. Hast du auch ausgebaut hier? Ja, ist auch alles scheiße. Mist, die hätte ich jetzt gebraucht. So, ich habe doch noch Zeit, diesen Wagen genau in die Lupe zu nehmen, denn es steht eigentlich gar nicht auf unserer Agenda. Ich habe die ThyssenKrupp Leute belästigt, bis sie gesagt haben, ja, komm, dann schaust du halt an, wenn wir mal eine kleine Drehpause haben, die wir jetzt haben. Das ist MRP und Carlo, that stands for Modular Research Platform. Modular Research Platform, weil sie mit diesem Auto eben Research betreiben, also sie forschen mit diesem Teil. Was man auch sieht, es gibt eine große Mittelmodul, dann das Vorder- und Hintermodul sind ziemlich ähnlich. They're kind of similar and you told me that you could basically switch parts. Swap parts, ja. Also man könnte hier die vorderen Sachen nach hinten tun, die hinteren nach vorne und eben alle möglichen Sachen ausprobieren. Was sie jetzt hier gemacht haben, ist ein Elektroantrieb mit zwei Motoren vorne. Man sieht die hier, da unten ist der erste und dann drüber der zweite. Dann rot die Inverters und hinten ist nur ein Elektromotor. And you said that the motors in the front are more powerful, right? Yes, at the moment, yes. Okay. So what is the advantage of building a car like that for you guys?
It's the main advantages is the fact that you can really install new components, you can really adapt the car to new components, and you can develop new system and new functionality in the car. So one of the main things is also torque vectoring. Also kurz zusammengefasst, weil ich auch nicht jedes englische Fachwort auf Deutsch übersetzen kann, Sie können hier rumspielen, rumexperimentieren und forschen, wie Sie wollen. Und noch viel wichtiger jetzt, I would like to drive. Okay. Can I drive or do you drive? And no, you will drive. I can drive. Nice, da geht die Sonne doch gleich auf. Okay, what am I looking at and why do you have a computer? Warum hast du einen Computer da? Because, you know, at the moment, you know, the vehicle is very modular, but also the software is very modular. So we can change easily the configuration of the software, considering the configuration of the vehicle that we are driving. Also ihr arbeitet nicht nur in Hardware hier, sondern auch an Software natürlich. Ja. Ja, moderne Autos sind natürlich mehr als nur Teilchen, sondern natürlich auch Computerprogramme. Very easy to drive also. Ja. In terms of car balance, it's... Das ist ein kleines Auto, ja. Es ist schön, dass man so eine frische Luft ist, ne? Man ist ganz draußen, alles offen, wenn die Sonne scheint. Es ist ein schönes, so im Sommer so durch die Stadt zu cruisen, hätte ich nichts dagegen. Okay. Tada! Ach, wie schade, ein kleiner technischer Fehler. Und wir haben es gerade wirklich noch versucht, das Auto zum Laufen zu bringen. Der Fehler ist... Ihr habt jetzt 4 Tage das Auto benutzt und jetzt, seit gestern gibt es einen kleinen Fehler manchmal. Ja. Und ihr habt nicht das Werkzeug dabei, hast du gesagt. Ja. Und mit dem Werkzeug hätten wir einfach schnell zack, zack. Aber ja, so ist es. Was ist der Fehler? It's ein Connector. Okay, also Connector ein Anschluss. That is getting loose and... Irgendein Anschluss ist nicht ganz sauber und dann aus Sicherheitsgründen schaltet er sofort ab. Naja gut, deswegen ist ein Testfahrzeug, ne? Muss nicht immer alles stimmen. Aber es war auf jeden Fall nett, das schon mal vom Parkplatz zur Strecke zu fahren. Ey, ihr glaubt es nicht. Da sind wir verzweifelt, dass es nicht geht. Und er sagt, die müssen jetzt hier wirklich einpacken, weil die fliegen nach Hause. Schaut sich an. Spontanheilung. Technik kann manchmal so random sein. Jetzt geht er wieder, oder was? Ja. Hast du irgendwas anders gemacht? There was a reset. It's resetted now. Einfach, der Reset hat jetzt geklappt. Einmal schön noch der Sonne entgegen. Ah, schön. So you can turn maybe. Ja, ich tue. Kannst du halten? Hm? Ah, es ist so ein schönes Fahrgefühl und der Fahrt hin. Oh, die Lenkung ist ganz schön. Hat einen eigenen Geist. Ja, aber schau mal, wenn ich loslasse, fährt nach links. Habt ihr das eingestellt? Ja. Ist das hier euer. Ah, nein, because now we need to reset also the steering. Also, die Lenkung ist gerade auch nicht frisch eingestellt, deswegen. Macht ihr so ein bisschen ihr eigenes Ding. Okay, yes. Jetzt Rückwärtsgang. Okay. Da ist gar kein Spiegel. Yeah. Gibt's zwei. Man würde jetzt sowieso nicht sehen. Ne? Yeah. Ein bisschen mehr. Okay. Wie schnell würde der fahren? Ah, theoretisch auch 200, aber ist limitiert auf 80. 200? Ja. Stück einmal ganz kurz ein bisschen. Okay, können wir nach vorne bitte? Ja. Können wir nach vorne? Soll ich da reinfahren? Ja. Nein, das ist besser. Ich bleib verstehen, Daniel, schrei nochmal, was haben wir jetzt? Drehschloss! Juhu! Danke, Leute. Ey, die Sonne ist so geil, wenn wir rauskommen. Wir haben hier gerade nochmal ein paar kluge Gedanken gedreht, hoffentlich. Wann kommen denn die Videos online? Wann? Man weiß noch nicht. Man muss noch ein bisschen Schnippi-Schnappi-Schere anlegen, ne? Nobody knows. Aber wenn das dann draußen ist, verlinke ich euch sehr gerne in der Beschreibungsbox. Ich hoffe, die Eindrücke hier haben euch gefallen. Es ist auf jeden Fall super spannend. Es ist einfach cool zu sehen, dass hier in Deutschland an der Mobilitätszukunft von morgen gearbeitet wird. Und hoffentlich kommt nächstes Jahr wieder so ein cooles Event und ich bin wieder am Start. Und mein Auto ist sicher vollgeladen, also kann ich dann schön in den Sonnenuntergang dahin fahren, denn es ist Feierabend! Ciao!